Oh, ihr seid ja auch da. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Stoiko und wir zocken, was auch sonst Leute. Was zocken wir denn? Ihr seht es doch schon. Wir zocken Among Us. Jeder wünscht sich dieses Game. Auch wenn, keine Ahnung, keiner mehr Bock auf Fortnite hat. Wir zocken einmal mit Denergy. Wir haben Kidwave da, wir haben Odoman da, wir haben X zu dem X da. Die meisten müsstet ihr davon kennen. Und ey, ich nehme es gerade im Nachhinein auf dem Anmod, deswegen, ey, ich war Mörder, ne, mit Denergy. Leute, guckt euch das Video an, ich will nicht zu viel versprechen, ne. Aber ey, es war so eine kranke Runde. Da würde ich sagen, vergesst nicht das Video zu bewerten, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke und viel Spaß. Here we go! Leute, ganz wichtig, bevor das Video anfängt, ich mache ein fettes Gewinnspiel. Ich verlose eine 25 Euro PSN-Karte. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur dieses Video zu kommentieren mit eurem Instagram-Namen und warum ihr gewinnen möchtet. Und denjenigen suche ich mir dann aus und schreibe ihn auf Instagram an und schicke ihm diese PSN-Karte. Und viel Spaß mit dem Video. Ja, Denergy und ich sind einfach Mörder oder Imposter, wie das heißt. Wir werden die jetzt komplett rasieren. Also, ich tue so, als würde ich Aufgaben machen. Hier wäre zum Beispiel eine Aufgabe, okay. Oh, wie mache ich das jetzt mit Daniel? Wie? Oh. Oh mein Gott. Wo? Jo. Oh mein Gott. Wer ist tot? Wer ist tot? Genau. Oh, Danny. Danny ist tot. Passt auf. Ich habe gereportet und die Leiche war beim Emergency-Knopf. Was? Was? Beim Emergency-Knopf? Ja. Oh mein Gott. Als ob du das gerade so gesagt hast. Also ich sag Digga, so schnell? Also ich sag's nur, ich hab Odoman auf, auf dem Camp gesehen. Stop. Ja, du hast doch gerade geredet. Willst du ein Buch schreiben oder was? Der Mörder ist Denergy, weil er kam gerade aus genau aus dem Raum raus, wo die Leiche lag. Ja, Bruder. Hä? Okay, ich habe die Camps gesehen und ich habe gesehen, ich habe Odoman gesehen und ich habe Denergy gesehen. Das sind die einzigen beiden, die ich auf den Camps gesehen habe und die waren beide an komplett anderen Orten. Bruder. Ja. Digga. Ich hab Daniel gesehen, wie er gerade rauskam aus dem Emergency-Signal-Call. Junge, was ist los bei dir, Digga? Okay, warte mal. Daniel, safe, sonst hätte er das reportet. Junge, du hast selber reportet, du kannst es doch auch selber sein. Odoman redet motiviert, weil er gerade denkt, er ist eine Aufnahme, weil er ist Imposter. Deswegen, was laberst du, Digga? Ich hör's an deiner Stimme, Bruder. Ich hab nicht gesehen, wie er rausgelaufen ist, wo die Leiche lag, Digga. Es ist safe Daniel, sag ich dir. Bruder, ich hab dich nicht mal gesehen. Bruder, du bist an mir vorbeigelaufen! Alter, so schlecht also, in deiner also Stimme, ne? Schwierig. Jungs, also entweder Odoman und Danny sind beide, weil es sind ja zwei Imposter, ne? Und die spielen gerade übelst so dieses Game, damit wir voll verwirrt sind. Das wäre aber dumm, weil sonst würden wir Odoman ja, und Danny quasi beschuldigen. Das wäre ja dumm. Kidmave hat Danny verteidigt, deswegen ist Kidmave auch Imposter. Ja, Bruder! Digga, ja, du warst der Einzige bei der Leiche gerade! Safe, Digga, safe call. Ja, ich zu dem nächsten Mal. Was sollen wir denn jetzt voten? Ja, ich hab Odoman gewotet. Ich hab Daniel gewotet. Weiter, wer hat noch was gewotet? Sag schnell. Ich muss mich entscheiden. Ich hab mich gewotet. Bruder, mach du deine eigene Meinung. Oh, ich vote mich vielleicht, oder? Soll ich das machen? Ich hab's. Kann man das? Ja, kannst du auch. Ich vote mich machen. Ja, X, du musst. Dann GG. Keiner wurde rausgeworfen. Weder Odoman noch Daniel. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Zwei werden beschuldigt, keiner wird rausgeworfen. Ich schwöre. Wo ist der Sinn? Muten, muten, muten. Oh Leute, ich muss jetzt gleich ein paar Kills machen. Daniel, Denergy kommt mit mir. Okay, okay, okay. Ich muss jetzt irgendwie gucken, was ich mache. Achso, ich muss auch ein bisschen sabotieren. So, okay. Ich tue so, als würde ich jetzt da hingehen. Boah, wie kann ich jetzt die Kills machen? Soll ich Rossem killen? Oh, ich habe Rossem gekillt. Ich muss wenden. Oh, okay. Oh, das wird krass, Leute. Gebt euch. Jetzt ist der Ninja aufgeflogen. Leiche gefunden, genau Richtung, wo wir gerade hingegangen sind, alle. Also ich habe aber der einen, wo man diese Hand darauf packen muss. Und genau unter mir habe ich einen gesehen, der weggelaufen ist und es lag genau vor, also genau da, wo es war, weißt, sozusagen weißt die Leiche. Welche Farbe? Weißt du, welche Farbe? Wie, welche Farbe? Weggelaufen ist? Nee, ja. Leider nicht. Ja. Aber ich habe gerade die Hand und habe gewartet, bis jemand anderes kommt auf die andere Hand da hinten und dann wollte ich zurücklaufen und dann lag die Leiche genau da. Hat das jemand noch Hand? Jemand gesehen? Nee. Also ich bin zur anderen Hand gelaufen, ganz nach links. Ich bin auch nach links gelaufen. Ich auch. Wo war denn hier Kidmave? Ich habe diese Kreditkartenaufgabe gemacht die ganze Zeit.
und die gingen dann tausendmal dieses Piep. Ja, ja, da waren sogar noch zwei andere Leute daneben. Haben ich hab das so gesehen, ich hab das so gesehen, weil ich die Aufgabe auch gemacht habe. Also, ich hab die Aufgabe auch gemacht, ich hab Kipp auch gesehen. Also, okay. Daniel kann halt höchstwahrscheinlich, weil es so auffällig ist und vorhin auch. Also, Odoman hat gerade eben Daniel reported. Also, für mich ist das echt eine scheiß Lage jetzt, dass die Leichen gefunden haben. Dann müssen wir jetzt Daniel reporten, Digga. Wir haben gerade eben keinen rausgeworfen, Digga. Jetzt müssen wir jemanden rausgeworfen. Ja, aber hä? Warum sollte man jetzt noch so... Hä? Guck mal, Odoman, du kleiner Bastard! Odoman, du Hund! Guck mal, jetzt machst du diese, ich reporte, um unschuldig zu sein, Digga. Bruder, du hast gerade von Kid Maeve eine Sache nur gehört, du so... Ja, Digga, das ist Daniel. Das ist Daniel, safe. Es ist Daniel. Was ist mit Weyers? Wer ist dieser Weyers eigentlich? Hä? Ich war gerade bei der anderen Hand. Er war bei der anderen Hand. Er ist doch zur anderen Hand gelaufen. Also, ey, für mich ist auch einziger Typ Daniel gerade, weil du kannst nicht reporten. Hey, sorry. Du bist richtig dumm? Komm. Wow, Digga. Ihr habt so danach Odoman. Der Hammer. Danach Kid Maeve, Digga. Ah, jetzt wissen wir auch nicht, ob es Daniel war oder nicht, gell? Nee. Oh. Okay, Leute, ich bin der einzige Mörder. Das wird jetzt richtig krass. Boah, wenn wir das gewinnen. Oh, shit. So, ein bisschen ein paar Sachen sabotieren. Okay. Jetzt tue ich so, als würde ich da hingehen. Boah, ich kann Dingens Maeve vielleicht killen. Soll ich das machen oder nicht? Kid Maeve müsste ich killen oder so. Mal gucken. Weil Odoman will ich lassen. Das soll ja richtig lustig noch werden. Oh, X zu dem X ist da. Okay. Ich kill jetzt X zu dem X. Boah, das war knapp gewesen. Gut, dass ich... Warte mal, Weyers. Weyers ist jetzt tot. Ja, hab ich... Geil. Es ist Odoman. Es ist Kid Maeve. Warum? Okay, warte, warum? Weil... Weyers ist tot? Ja, ich dachte, Weyers deswegen hast du gewotet. Nee, der hat mir gerade eben oben links die Hand gemacht, Digga. Und dann sind wir runtergelaufen. Ich war auch da, Digga. Dann war. Du warst da, Stoiko, und noch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Bruder, ich glaube, es ist Odoman, weil alleine, dass er vorhin Freunde gesagt hat. Okay. Und ich glaube, Daniel war es nicht. X zu dem X hat mich genau gesehen, wie ich meine Hand auf dieses Ding gelegt habe. Boah, das kann jeder, oder? Kid Maeve, Daniel war es wahrscheinlich, weil ihr seid noch zu viert. Wenn zwei noch da wären, dann wärt ihr jetzt tot. Also wären wir jetzt vorbei. Ach ja, stimmt. Ja. Oder es war jemand anderes. Ich sag euch ehrlich, von Anfang an habe ich gesagt, es war Danny und Kid Maeve, Digga. Also ich habe. Ich glaube, du hast deinen eigenen Typen geopfert, Bruder. Ich glaube, du hast deinen eigenen Typen. Warum solltest du mit deiner Community reden, wenn du nur Imposterrunden aufnimmst? Warum sollte ich nicht einfach mit meiner Community reden, wenn ich mit meiner Ja, Freunde, Community wir machen jetzt weiter. Okay, let's go. Ja? Bruder, du hast dich einfach selbst verraten. Also, ich habe Stoiko gesehen, ich habe Maeve gesehen, Odoman, ich habe dich nicht gesehen, tatsächlich. Okay. Du hast mich gesehen! Das war Maeve. Du hast mich gesehen, Odoman ist. Stoiko war oben rechts, wir waren ja zusammen. Ja, war Odoman da oder Maeve? Wer von den beiden? Maeve war da. Dann kam ich euch entgegen. Achso. Ja, dann kann's ja nur Odoman sein. Oh, Jungs, Fehler. Das ist gerade echt schwierig. Ich sag euch ehrlich, das ist Ahmed. 100% Odoman. Erwickelt euch. Was für Wickeln? Ich wickel gar nichts. X zu dem X, was machen wir jetzt? Ey, guck mal, Stoiko, ihr habt mich oben links gesehen. Ich war mit Weyers zusammen. Euch entgegengekommen. Ich hätte ihn töten können schon da. Ich bin mit ihm zusammen euch entgegengekommen und bin dann ganz woanders hingelaufen. Auf einmal ist er tot. Oder ich war ganz woanders danach. Aber das stimmt gerade, was Ahmed sagt. Das stimmt halt echt gerade. Ich war alleine die ganze Runde. Ey, ich bin in eine komplett andere Richtung gelaufen. Ich hab mein Bauchgefühl. Ich sag auch mein Bauchgefühl. Tut mir leid. Ihr Penner, Digga. Bye, have a great time. Oh, jetzt mal gucken. Eigentlich müsste ich... Ey, ich hab doch die Runde schon gewonnen, wenn ich jetzt... kill, gell? Oh, der vertraut mir. Ja, er vertraut mir und ich kill ihn jetzt. Okay, soll ich die Runde schnell beenden? Eigentlich am besten vor ihm killen. Wir haben die ganze Runde kein Wort geredet. Oh, dann komm. Shit, Bratan. Bester Mann. Der hat nur selbst gewählt. Auf zu Dr. Kuratz, Digga, let's go. Kuratz, Junge, ist am Start. Zigeuner, Digga! Alter! Ey, Daniel, das ist ja wie so krank, mein Herz hat geblutet, wo die dich rausgebautet haben. Ich hab jeden verdächtigt, außer Stoiko, ich schwör's dir. Ich schwöre auch null. Ey, Stoiko, Big Play!
Danke, was? Danke. Da würde ich mal sagen, das war's von dem Among Us Video. Checkt die Jungs aus, die mitgemacht haben. Vergesst nicht, das Video zu liken und zu teilen, bewerten. Schickt es euren Cousins, Großonkels, Großtanten, Väten gratis. Und Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Genug Werbung für heute. Und ciao.